Hallo an alle, mein Name ist Jafet Mariani. Heute will ich euch eine Technik zeigen, wie man aus der Traurigkeit rauskommen kann. Diese Technik heißt die Bibliothek. Mach die Augen zu und stell dir vor, dass alle Antworten, die du je gesucht hast, auf alle möglichen Fragen in einer Bibliothek gespeichert sind, in deinem Kopf. Genauso wie in Bibliotheken man ruhig sein soll, leise, still, um andere nicht zu stören, so versuch erstmal ganz ruhig zu bleiben, Stille zu finden, im Einklang mit dir selbst zurückzukommen. Und wenn du die Augen zu hast, stell dir diese riesige Bibliothek vor. Und stell dir vor, dass bei jeder Erfahrung, die du je gemacht hast, wie so ein kleines Buch entstanden ist. Und jetzt sind die Regale voll von Erfahrungen, Dinge, die du erlebt hast. Aber in dieser Bibliothek sind nicht nur deine Erfahrungen, sind auch andere Erfahrungen von anderen Menschen vor dir gespeichert. Es sind Bücher, die du schon vor vielen, vielen Jahren, vielleicht sogar vor deiner Geburt, schon in dir gehabt hast. Es ist sozusagen dieser genetische Faktor, die mit dir, die mit jedem Mensch auf die Welt kommt. Und so ist diese Fülle von Informationen im ersten Augenblick vielleicht ein bisschen verwirrend, weil so viele Bücher da sind. Doch wenn du ganz ruhig bleibst, einfach die Augen zuhältst und einfach Vertrauen hast in dein Unbewusstsein, wirst du langsam merken, dass du zu den richtigen Wörtern, zu den richtigen Büchern kommst und du wirst die richtigen Seiten aufschlagen. Wenn du traurig bist, stell dir vor, dass du eine Reise in diese Bibliothek machen kannst und lass es einfach auf dich einwirken. Vielleicht bevor du ins Bett gehst, bevor du schlafen gehen willst. Und hab einfach Vertrauen, dass das Unbewusstsein in dir wird das einfach finden. Wird einfach die richtige Antwort zu den richtigen Fragen finden. Zu wissen, dass du einen solchen Wissen halt in deinem Kopf hast, in deiner Seele, wie auch immer, kann dich vielleicht beruhigen erstmal, weil das bedeutet, du musst nicht so viel tun, um was zu finden, suchen und so weiter. Du musst dich nicht verrückt machen. Vielleicht genügt es, wenn du dir einfach vorstellst, dass alles schon in dir ist. Das ist alles für heute. Bis nächstes Mal.